Winterpause für Leipziger Boote. Die Bootssaison neigt sich dem Ende zu. Am Dienstag wurden auch die Boote der Wasserstadt Leipzig aus dem Kanalgewässer gehoben, unter ihnen die Schute Luise und der Sturmvogel. Die Boote werden gründlich gewartet und für die nächste Saison aufbereitet. Die Eröffnung und die Einweihung der neuen Kanalverbindung zwischen dem Lindenauer Hafen und dem Karl-Heine-Kanal sowie eine Fahrt mit der Schute Luise durch den Hafen war einer von vielen Höhepunkten des Jahres. Das 15. Wasserfest war ebenso ein voller Erfolg. Boote sind aus dem Wasser. Im neuen Jahr geht es wieder los. Wir werden im April wieder gemeinsam unsere Gewässerreinigungsaktion machen. Freuen wir uns auf ein neues kommendes Jahr mit wieder so viel Erfolgen wie dieses Jahr. Ich denke mal, das ist eine gute Sache und schaut doch einfach mal bei uns vorbei. Die Saison am Bootsverleih im Klingerweg beginnt zu Ostern. Ab dann können auch wieder Rundfahrten mit dem Sturmvogel und der Schute Luise gemacht werden.